Ende Praios, 1031 nach Bosbarans Fall. Etwas hat sich verändert. Ihr könnt nicht ganz sagen, was passiert ist, doch ein ungutes Gefühl in eurem Bauch lenkt euch auf der Suche nach Abenteuern. Ihr habt eure Reise auf verschiedensten Wegen in Richtung der Handelsstadt Rankara Liritena fortgesetzt. Ein böses Ziehen geht von der Wildermark aus und strahlt ungehindert über den Fluss ins Herz des Mittelreichs. Vielleicht findet ihr hier Antworten auf die Ahnung. So seid ihr über schlechte Landstraßen aus in Richtung Dornheim und Burg Ebenhain gereist. Die Stadt am Dergel nur eine Tagesreise noch entfernt. Unter euch sprudelt das Flüsschen Alling und im Osten erheben sich die mächtigen Achtväterchen, die Hügellande der nahen Trollzacken. Und so beginnen wir. Vor euch ist ein kleiner Markt aufgebaut, einige Bäcker, die hier ihr frisch gebackenes Brot verkaufen, und die Stimmung befindet sich dann doch in gutem Aufschwung. Ach, riecht ihr das? Schönes Gebäck. Ich glaube, da hol ich mir erstmal was. Ich riech nichts. Wo denn? Es riecht bestimmt nach Essen. Da drüben, ich sehe schon. Der Stand. Ah, ja. Da. Frisches Brot! Frisches Brot! Kommt rein, ihr Helden! Schau, so bekannt sind wir mittlerweile. Ihr müsst sicherlich hungrig sein. Kommt rein, frisch gebacken. Immer doch. Sagt er, sprecht ihr die Südsprache? Cholamidia. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich kenne mich mit den Sprachen nicht aus. Seht mal da drüben, dieser schwarze Mann. Der kam vorhin zu mir und plapperte irgendwas. Ich habe ihn nicht verstanden. Könnt ihr ihm vielleicht helfen? Der sieht ja eigenartig aus. Passt hier gar nicht hin. Ha, was da Patzin jetzt alles an wilden Kreaturen anzieht. Die sollen doch wegbleiben. Ich spreche im Verbrocken, Tulamidia. Aber wie eine Kasim. Kreatur sieht er mir nicht aus. Kasim, wirft da mal einen Blick hin. Ist das ein Tulamide? Es ist kein Tulamide. Er ist nicht bronzefarben, sondern tatsächlich schwarz. Ein Tulo, oder? Ich kenne mich damit hier aus. Das, ich habe keine Ahnung. Immer diese Helden, die hier vorbeiziehen müssen. Ganz schrecklich. Ihr seid auch welche, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Brot ist sehr gut. Das müsst ihr noch bezahlen, bitte. Zwei Kreuzer. Ja. Wenn wir Glück haben, spricht der Tulamidia. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass Univera von Seshwick aktuell hier ist. Ich weiß es nicht genau. Bitte, wer ist das? Eine Rondrakeweihte, glaube ich. Sie stellte sich vor und tat so, als müsste ich wissen, wer es ist. Ich habe mir den Namen noch gemerkt, aber ich glaube, der war richtig. Sie hat rot geleuchtet und hatte nur einen Arm. Sie ist da drüben. Wir haben hier kein Gasthaus, sondern nur eine kleine Schlafbaracke. Und wenn ihr noch etwas essen und trinken wollt, dann müsst ihr euch hier auf dem Markt versorgen. Wenn ihr morgen weiterreisen wollt oder, naja, wir machen bald auch mit dem Markt zu, müsst ihr wissen. Kauft am besten jetzt noch einen. Drei Leibe habe ich noch. Na, dann nehme ich noch einen Leib. Fünf Kreuzer für einen Helden. Wir nehmen gleich alle drei Leibe mit. Ausgezeichnet. Wenn wir auf kein gutes Abendbrot hoffen können, dann haben wir wenigstens man das. Man kann ja auch gar kein Held sein, wenn man mit hungrigem Bauch ins Bett geht. Und geht zu meinem Verwandten da drüben. Das ist ein Großonkel von mir, der verkauft guten Alkohol. Da drüben, zwei Stände weiter. Ach, da drüben, was heißt er denn? Genau, daran habe ich gedacht, Adolo. Sagt einfach Giesel, Herr schickt euch. Dann gibt euch gute Preise. In Ordnung. Und jetzt kümmert euch um diesen Schwarzen. Ich traue dem Gesindel nicht. Kasim, du sprichst doch diese Südsprache, oder? Ja, ich spreche meine Muttersprache. Das ist richtig. Ja, so könnt ihr euch durch die kleine Ortschaft hindurchtasten, an den verschiedenen Ständen vorbei, bis ihr dann an einem Utulu stehen bleibt, der euch anblickt. Eine Beschreibung, bitte. Utulu ist knappe 2 Meter groß, von herausragendem Aussehen. Bartelange Haare umspielen sein markantes Gesicht. Er wirkt etwas verlegen, da ihn die Umgebung nicht wirklich zutraut.
unerträglich ist und er irgendwie hier hilflos zwischen den Marktständen hergelaufen ist. Er sieht etwas verlassen oder hilflos trifft's eher aus. Er trägt einen Magierstab und ist in eine weite Robe gekleidet. Werte Herren, wir sind zum Gruße. Spricht er euch auf. Erst auf Tulamidia und falls ihr nicht reagiert, auf Garitian. Kasim verbeugt sich einmal vor ihm, nachdem er relativ schnell dann erkannt hat, dass es ein Magier ist. Guten Abend, Kollegas. Guten Abend. Was führt euch in diese von guten Mächten verlassene Region? So weit fern von der Heimat. Eine Erschütterung in den Fäden der Arkanstruktur, die meiner Meisterin Sorgen bereitet hat. Sie sandte mich aus, um Besuchungen anzustellen. Und irgendwie Lande Mittelreichs haben nichts mit dem guten Süden oder dem haranischen Raum gemein, sodass ich mich hier doch dezent verlassen fühlte und die Leute mir nicht wirklich einen guten Weg weisen konnten, sondern sich eher abgewendet haben. Kasim nickt leicht, als würde er tatsächlich sehr genau verstehen, auf welches Phänomen er anspielt. Ja, von den Erschütterungen in der Astralmatrix weiß ich auch. Ach. Viel hat sich verändert in der jüngsten Zeit. Ja, also ich bin übrigens Ardo und ich strecke dir mal die Hand hin. Zau. Er legt die Hand auf die Brust und dann reicht er sie dir. Du verstehst uns? Du sprichst nun nicht nur diese Südsprache? Ich spreche viele Sprachen. Wenn ihr wollt, können wir auch ins Bosperano wechseln. Was ein Ding? Nicht ja. Der Rede wert. Das. Die alte Sprache des alten Reichs, meint er. Ich würde Garete bevorzugen, auch wenn die paar Brocken Tulamidia spreche. Warum? Aber ich glaube, Ronga hier hat so seine Probleme mit der Sprache. Warum sollte man die denn noch sprechen, wenn das eine alte Sprache ist? Versteht auch niemand. Weil sie sich nicht mehr verändert und man Fachbegriffe und Fachhandlungen so besser manifestieren kann. Auf Papier gebannt. Was? Manifest was? Texte. Rift. Wetterkollege, was habt ihr in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit bemerkt, was diese Erschütterung betrifft? Es ist, als würde etwas aufziehen. Es ist wie die Ruhe vor einem Sturm. Ihr könnt sehen, wie eine ungefähr 70 Jahre alte Frau aus einem der Scheunen heraustritt. Sie ist nicht zu übersehen, weil sie tatsächlich eine rot schimmernde Aura um sich hat und tatsächlich erkennt ihr sie sofort, so wie sie beschrieben ward, denn ihr fehlt ein Waffenarm. Da seid ihr endlich. Kommt rein. Ich habe auf euch gewartet. Bitte was? Kommt rein. Ja, gut. Onga marschiert direkt auf diese Frau los, nicht. Hat ja scheinbar auf uns gewartet. Auch Kasim. Tau nickt und folgt. Kasim auch. Ardo steht erstmal ein wenig verloren da. Schaut sich hilflos in der Gegend um, überlegt, schaut, wie die anderen im Haus verschwinden, zuckt dann mit den Schultern und geht mit. Schartige Klingen in der Hand eines Königs, eines Löwen, die im Herzen der Wildermark neu geschliffen werden muss und deren Spitze gen Osten beißt. Ihr seid nicht ohne Grund hier, sondern weil die Götter es euch aufgetragen haben.
Blut auf einer Karte wiesen mich hierhin und wiesen mir den Weg. Ihr sollt meine Begleiter sein. Ich bin Univera von Seshweg, aber das wisst ihr sicherlich. Wir müssen das Königenschwert finden. Wer seid ihr? Univera von Seshweg. Und was ist das für ein Schwert? Seid ihr? Ich bin die ehemalige Hochgeweihte des Gareta Rondra-Tempels. Ah, sehr erfreut. Nun, und ihr werdet mir auf meiner noblen Queste helfen. Denn so hat es Mythrael verfügt. Kommt drauf an, wie viel ihr zahlt. Schnöder Mammon, so einer seid ihr. Das Gold, so einer bin ich. Sie schnaubt so ein bisschen fast wie ein Pferd, die Nüstern bzw. ihre Lippen, ihre Nase und blickt dann zu den anderen. Was ist das für ein Schwert, das wir euch helfen sollen zu suchen? Das Schwert der Königin, Pazifa, der Name. Eine noble Queste. Denn ja, mit bestimmt. Diesem verschollenen Königenschwert können wir die neue Königin von Dapazien krönen. Ohne es ist es nicht möglich. Wir können nur Frieden bringen über Dapazien, über das Land, über die Wildermark, mit diesem Schwert. Und das beruht auf einer Vision von euch? Eine Gesichte. Sie nickt. Wir sollten das ernst nehmen. Nun, aber ein, zwei Silbertaler hätte ich schon gerne. Aber auch wenn es eine Gesichte gab oder eine Vision, muss mein Brot und mein Schnaps hier für mich und Ardo auch irgendwie bezahlen. Nun, dann sollt ihr 12 Dukaten bekommen. Am Ende unserer Reise. Okay. Sie nickt. Schlagen wir ein oder? Ich strecke ihr die Hand hin. Ja, ihr müsst die Hand kurz wechseln, weil sie euch die falsche gibt, aber kurz seid ihr verwirrt, könnt ihr noch einschlagen. Gut, wo gehen wir hin? Wann brechen wir auf? Habe ich noch Zeit, Alkohol zu kaufen? Wir werden heute Nacht in dieser Scheune nächtigen. Es gibt hier wohl kein Gasthaus, wie man mir erwies. Aber wenn ihr des Nachtens aufgebrochen seid, werden wir nun den Göttern folgen. Den Bildern, die uns Mythrael sendet. Lasst euren Geist offen, wenn ihr heute träumt. Ich träume meistens doch nicht. Halte meinen Geist meistens eher geschlossen. Ach, ich bin offen für alles. Macht ihn auf. Leugnet Mythrael nicht. Leugnet Rondra nicht. Lasst sie ein in euer Herz. Und sie wird euch eine eigene Vision schicken. Wo kann man denn hier unterkommen? In dieser Scheune. Es gibt keinen Gastwirt. Ihr müsst euch vorher, bevor die Marktstände schließen, mit dem versorgen, was ihr braucht. Über die Nacht und über die nächsten Tage. Wer weiß, wie lange die Götter uns in Richtung Osten senden. Vielleicht sogar bis in die schwarzen Lande. Hoffentlich nicht. Ach, da war ich schon mal. Eure Aura wird dort so etwas sein wie eine riesengroße Zielscheibe. Die Götter haben uns vereint und sie schicken uns wohlwissend dem Feind entgegen. Mythrael, hilf uns. Sie hat so ein bisschen zweifelnden Gesichtsausdruck, aber sagt weiter mal nichts. Gut. Machen wir. Dann decken wir uns ein. Ja, Ronga schaut einmal ein bisschen zu den eigenen Leuten, dann zu der Geweihten. Wenn sie jetzt nichts mehr sagen will, wird der Blick einmal zu Ardo geworfen, genickt und dann kümmern wir uns um den Schnaps. Ja, sie verschwindet wieder im Inneren des Bauernhauses, beziehungsweise ihr könnt dann nach draußen treten, könnt sie dann aber auch aus dem Inneren hören, wie sie jetzt wohl den Choral der heiligen Adara angestimmt hat und den nicht leise spricht, sondern laut ruft. Da soll man bei schlafen. Ja. Da soll man mit unauffällig sein. Ist schon mal hier mit einem Rontirianer unauffällig? Nein. Aber wie man in meiner Heimat sagt, Itilia ist mit denen, die Hoffnung haben. Oder so ähnlich. Mhm. Ardo, wenn du dasselbe Problem hast wie ich und Arm, der
Geweihten jetzt schon vergessen hast, dann sag am besten immer euer Gnaden. Funktioniert. Irgendwas mit Univera war es, glaube ich. Aber lass uns mal lieber. Lass uns mal lieber zu dem Verwandten von dem Bäcker gehen. Ich glaube, dann sorgen wir dafür, dass unser Geist schön offen für alles ist, oder? Bevor bitte er noch alles einpackt. Genau. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen. Proviant und nicht nur Schnaps. Natürlich. Kasim, ja. Wollen wir uns nicht dem anschließen und den Proviant besorgen? Ja. Kasim, dann können Sie ihn doch schon nicht vergessen. Wir haben ja. 3 Laiber Brot, 3 Fässer Schnaps holen wir jetzt. Fässer. Fässchen. Immerhin okay. Brennmaterial. Den Großteil habe ich ja eh schon eingepackt. Und Desinfektionsmittel. Ranga, ich habe noch ein bisschen im Blatt. Später. Ja. Ja, Kasim und Tau machen sich dann auf den Weg zu einem Stand, wo man tatsächlich nützliche Dinge, sowas wie Essen, kaufen kann. Ja, wir gehen dahin, wo man wirklich nützliche Dinge kaufen kann. Alkohol. Er bekommt von Tau noch den Kommentar hinterhergeworfen, bringt aber reinen mit. Und euch haben auch irgendwelche Gesichter hierher geführt, sagt ihr? Gesichter meiner Ausbilderin. Er hatte, wie gesagt, gewisse Störungen wahrgenommen. Wer ist eure Ausbilderin? Kennt man ihren Namen? Elbara aus Aranien. Kasim denkt kurz nach, schüttelt den Kopf. Nie gehört. Sie ist etwas neu und hat erst angefangen, Schüler aufzunehmen. Wir hat dann genickt. Wie ihr wisst, Aranien war vorher geteilt. Ja, ich hörte davon. Und auch davon, wie der Oron gefallen ist. Genau. Eine harte Zeit. Blick von Tau schweift in die Ferne und eine Träne rinnt die Wange runter. Wenn er sich harte erinnert, Zeiten, wie Oron war. Harte Zeiten machen uns nur stärker, wenn wir sie überstehen. Durchaus. Also wie es Schmerz tut. Peter, ihr Helden, ihr könnt doch nicht ins Bett gehen, ohne ein bisschen was zu trinken. Kauft bei mir Bier, kauft bei mir Met. Direkt aus Torwald importiert. Also ja. Sag mal, hast du Fässchen? Was? Kannst du Fass? Habt ihr genug Geld? Schauen Sie mal an, wir sind Helden. Stimmt, ihr habt recht. Ich kann euch ein ganzes Fässchen kaufen, geben. Hat das ja noch keiner gemacht. Nur ein Fässchen, kleine Fässchen, für vielleicht ein oder am besten 2. Wir müssen die ja auch mit uns tragen. Eins, Ronga eins reicht. Ach so, ich hätte jetzt an so 50 Liter gedacht. Nee, dann muss ich euch einen Schlauch geben. So 2 Liter Schläuche, aber kann ich euch mehrere geben. Ja. Ado, wie viele Schläuche passen an deinen Gürtel? Nein, einer. Einen nehme ich. Ah, du hast einen kleinen Gürtel. Also an meinen passen mindestens 3, die nehme ich. Lass ich den Wasservorrat eben weg. Ach, Ado, ich sehe schon, das wird lustig. Ja, aber immer. Ja, ja, so könnt ihr euch aufstatten und wieder zurück in Richtung des kleinen Bauernhauses gehen. Ihr könnt immer noch die größere Burg erkennen, die hier nebenan gepflanzt ist. Aber ansonsten keine weiteren Adligen, die euch besuchen, keine anderen Helden, die neben euch da auftauchen. Und ja gut, wenn ihr dann zurück in Richtung der Bauern-Scheune geht, könnt ihr immer noch genervt sehen, wie sie wohl den nächsten Rondra Vademeka Choral angestimmt hat. Sie ist wohl anscheinend immer noch nicht fertig. Meint ihr, das geht jetzt die ganze Nacht so? Wenn es zu lang macht, dann können wir ja für ein schnellere Gesichter sorgen. Mit einem Holzknüppel. Komm, lass uns raussitzen und weißt schon was rauchen. Dann nehmen wir das gar nicht mehr so wahr. Am besten gehen wir hinter die Scheune. Ich glaube, die mögen das hier so nicht. Weißt du? Ah, denn Gareth, als ich da
einige danach gefragt habe, haben die irgendwas mit Wehrheim und Index? Genau, habe ich nicht zugehört. Die hatten da nichts. Aber in dem einen Schuppen, in dem wir drin waren, da haben sie uns das Zeug doch andauernd in die Hand gedrückt. Fast nichts gekostet. Weißt du noch, da wo die... Ah, ich habe ihren Namen vergessen, wo wir die kennengelernt haben. Du meinst... Ach, Alrik. Nicht Alrik, die andere, seine Schwester. Alrike. Ach, Alrik und Alrike, wie konnte ich die nur vergessen? Die Zwillinge, die Rotaring-Zwillinge. Ach, ja, die Alrike. Ranga schaut ein bisschen verträumt. Ich denk dran, ich denk drüber nach und mir fällt ein, dass Ranga neben Alrik aufgewacht ist und sag einfach nichts dazu. Ja, Alrike. Komm. Mach mal Feuer hier. Ja, so könnt ihr euch einen Ilmenblattstängel genehmigen und etwas entspannen, euren Geist öffnen. Was tun derweil die beiden Magier? Die decken sich und plus drei, also Ronga und Ardo und die Ronda-Geweihte, mal mit Proviant an. Haltbarer Proviant, also im Zweifel Zwieback, wenn man welchen bekommt, Trockenfleisch, Pemmikan wird es hier im Süden nicht geben. Aber einfach haltbares Zeug zum Mitnehmen. Hartkäse, genau, solche Sachen. Ja, das würdest sogar noch ein paar Verbände und möglichst reinen Alkohol versuchen zu bekommen. Was ein Abenteurer eben so braucht. Irgendwas Besonderes? Irgendwie Spitzhacken, Seile? Dann nicht. Gut. Brauchen wir Seile. Zusätzlich noch einfach mal 10 Meter Seil. Nur für den Fall. Und so einen Haken zum oben dran machen. Hab ich sowieso dabei. Man weiß ja nie. Okay. So könnt ihr euch dann irgendwann, nachdem Univera selber eingeschlafen ist und nicht weiter murmelt, aber trotzdem weiter noch rot glüht, zu ihr legen und selber dann versuchen zu schlafen. Ja, ob ihr jetzt euren Geist geöffnet habt oder nicht, ihr werdet auf alle Fälle nicht ganz so entspannt schlafen, teilweise von Bildern heimgesucht, ob das jetzt Visionen sind oder etwas anderes, aber am nächsten Morgen erwacht ihr durch den Hahnschrei, der oben irgendwie von der Burg herunterdröhnt und das erste Gerumpel von irgendwelchen Karren, die neben euch fahren, und wenn euch dann auch das kleine Rauschen des Flusses unter euch, neben euch dann wieder ins Diesseits holt, dann seid ihr euch sicher, der Tag hat begonnen. Und wirklich weiter schlafen könnt ihr nicht. Aber ich glaube, das Ilmenblatt hat geholfen. Ja, letztes Mal habe ich besser geschlafen, als ich das geraucht habe. Was hast du geträumt? Sehr eigenartige Sachen. Also gut, steht auf. Bei Rondra, bei Mithrael. Wir müssen uns eilen. Ach, na gut. Was immer der Chef sagt. Ich werde diese Gruppe anführen. Solange du dabei keinen Scheiß baust, ist das in Ordnung. Warum duzt er mich? Zeige er Respekt, Bengel. Weiß ich nicht, Ardo kriegt mal einen hier mit dem Ellbogen in die Seite. Euer Gnaden, Ardo, euer Gnaden, hab ich doch gesagt. Ist ja gut. Geh mal. Rafft euren Rucksack. Los geht es. Und so wird sie sich selber teilweise sehr umständlich anziehen. Irgendwann legt sie ihren Rucksack wieder beiseite und guckt so ein bisschen verurteilend zu euch. Wollt ihr denn einer alten Dame nicht helfen, die natürlich über keinen weiteren Schwertarm verfügt? Ich würde ihr helfen, sich anzuziehen und, falls sie den Rucksack nicht stemmen kann, ihn selber nehmen. Was glaubst du eigentlich, dass ich schwach bin? Gib mir den Rucksack. Nein, aber euch fehlt ein Arm und ein Rucksack hat leider zwei Henkel. Hör auf zu sprechen. Zu widersprechen. Setz sie mir einfach auf. Sie schnauft wieder so ein bisschen. Dann tue ich wie ihr geheißen. Wird erst einmal aus der Hütte heraustreten, euch so ein bisschen auch dann zurücklassen, wenn ihr so ein bisschen ihr hinterher starrt, und in Richtung Norden stratzen.
Ja, während den ersten halbe Stunde Marsch läuft Ronga mal ein bisschen schneller, um sich neben die Geweihte zu stellen, die dem ganzen Marsch anführt. Euer Gnaden, auf ein Wort, wenn ihr... Gerne, sprich. Ihr habt ja gestern gesagt, dass ihr Visionen, Träume oder diese Nacht haben könnten. Ich glaube, ich habe etwas geträumt, was dem... Ich weiß nicht, ob das wirklich so etwas ist. Vielleicht war es auch nur ein blöder Traum. Aber... Warum sagst du das erst jetzt? Sie bleibt stehen, guckt dich entrüstet an. Wir gehen schon seit einer halben Stunde. Ich habe ein wenig gebraucht, um... Sammeln! Ob es überhaupt ein Traum ist. Muss das jetzt jeder hören? Sammeln! Ach, hast du auch was geträumt? Ich denke, wir haben alle geträumt in der Nacht. Sie steht euch finster an. Also gut berichtet. Die Wahrheit. Ich merke es, wenn ihr lügt. Ich glaube, ich fange mal an. Ich habe von Funken geträumt und eine Klinge, die geschärft wurde. Es sind mir noch genau Worte im Kopf geblieben, aber Worte, die nicht meine eigene sind, denn solche Sätze, so etwas würde ich niemals sagen. Funken stieben auf, als die Klinge den Wetzschein trifft. Die Glutaugen erhellen verblasste Bilder im Stein. Sie zeigen Bullenhaupt, Wehrturm, Karfunkelrad, Steinbock, Schwert, Hirschhaupt, Waldrappe, Rose, Fuchs, Reif, Rabe, Scheibe und immer mehr Bilder, bis sie ineinander übergehen und der Wetzstein selbst zu glühen scheint.